Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe von Zeit für Gesundheit. Schön, dass Sie wieder alle mit dabei sind. Unser Thema heute, das Sitzen. Wir tun es alle jeden Tag, Tag ein, Tag aus. Ja, und ich kann sagen, ich glaube mal so 99,9% aller Fernsehsendungen, die finden, so wie Sie uns jetzt hier vorfinden, uns drei im Sitzen statt. Das ist heute unser Thema. Darüber möchte ich sprechen mit Josef Glöckl. Sie sind Erfinder und Innovator, kann man sagen, Unternehmer aus der Nähe von München und haben sich schon lange Jahre, Jahrzehnte mit dem richtigen und falschen Sitzen befasst. Und mit Dr. Martin Marjanovic, seines Zeichens Orthopäde und Hausherr der Privatklinik Jägerwinkel am Tegernsee. Meine Herren, schön, dass wir über dieses Thema sprechen können. Herr Glöckl, ein wichtiges Thema. Ein wichtiges Thema, genau. Zunächst mal an Sie die Frage, wie ging denn das los mit Ihrer Beschäftigung über das richtige oder falsche Sitzen? Ja, der Anfang war der, dass ich solche Rückenschmerzen hatte, dass ich auf einem konventionellen Stuhl nicht mehr sitzen konnte. Gab mir meine Frau den großen Plastikball, aber stellte sich schnell heraus, dass der im Büro eigentlich nicht wirklich geeignet ist. Und dann war ich mit meiner Frau zusammen auf Seminaren und Kongressen und da hieß es, sitzen wir uns kaputt? Und alle Professoren sagten, ja, wir sitzen uns kaputt. Und keiner hatte eine Idee, wie man das abstellen kann. Das kann doch nicht wahr sein, da musst du dir doch was einfallen lassen. Und meine Frau war dann auch wieder sehr kreativ. Und wir haben gemeinsam überlegt, wie denn wir dieses ständige Sitzen und vor allem diese gleiche, immer die gleiche Position im Sitzen einnehmen, wie wir das abstellen können. Und das war der Beginn, dass ich mich mit Alternativen zum starren Sitzen beschäftigt habe. Da wollen wir uns da auch ein paar Dinge mal genauer anschauen, ein paar Dinge, die Sie da entdeckt haben. Dr. Marjanovic, es ist ja jetzt so, wir hatten es in einer unserer früheren Sendungen schon mal so als griffigen Satz, Sitzen ist das neue Rauchen. Hatten wir einmal kurz, glaube ich, darüber gesprochen. Das ist so ein Satz, der so ein bisschen durch die Gazetten und Medien gegeistert ist. 70% der Berufstätigen bewegen sich maximal nur eine Stunde pro Tag, habe ich vorgefunden bei Untersuchungen. Und jede dritte Krankschreibung ist auf Rückenprobleme zurückzuführen. Wie ist denn Ihre Sicht als Orthopäde auf dieses Phänomen, dass wir doch eigentlich wirklich sehr, sehr viel eigentlich ständig sitzen? Tendenz zunehmend, weil ja vermeintlich schwere Arbeit für den Rücken ungesünder sein soll als Sitzen. Und das ist genau umgekehrt. Sitzen unterbricht den natürlichen Kreislauf, die Versorgung der Bandscheiben, der Wirbelkörper, des gesamten muskulären Apparats und ist für uns ein Desaster. Die Arbeitswelt tendiert natürlich immer mehr dahin. Sie haben es ja vorher gesagt, der Durchschnittsdeutsche bewegt sich am Tag noch 500 Meter. Das war Ende des 19. Jahrhunderts, waren es noch 12 Kilometer. Und es ist eine Herausforderung, auch eine für die Gesellschaft, weil die Arbeitswelt wird sich immer weiter dahin bewegen, dass eigentlich das Sitzen unsere Position sein wird, in der wir den größten Teil unseres Lebens verbringen werden. Und nicht mehr für das, was wir gemacht sind, fürs Gehen oder fürs Laufen oder für sich bewegen, fürs Sammeln. Deswegen ist es ein sehr wichtiges Thema. Herr Glöckl, wenn man so in die Historie mal zurückschaut, Sie haben es auch in einem Essay schön mal formuliert, dass wir eigentlich gar nicht darauf ausgelegt sind, ständig zu sitzen. Das ist eigentlich, der genetische Code ist eigentlich die Bewegung des Menschen. Ja, absolut. Ich meine, wir wissen alle, früher waren wir Jäger und Sammler und das ist ja noch gar nicht so lange her. Die neolithische Revolution, bei der die Landwirtschaft und Viehzucht erst erfunden wurde, die begann vor etwa 12.000 Jahren, 12.000 vor Christus. Und bis es dann in den mitteleuropäischen Raum kam, war es schon 5.600 vor Christus. Und bis dahin gab es nur Jagen und Sammeln, keine Landwirtschaft. Und diejenigen, die eben gut jagen und sammeln konnten, die mussten sich dabei viel bewegen. Deswegen hat die Natur uns darauf hingetrimmt, dass wir das gut können. Und wir haben noch die gleichen Gene. Deswegen, wir waren ja früher auch Ausdauerjäger. Das heißt, wir haben nicht durch unsere tollen Waffen die Tiere erledigt, sondern weil wir sie so lange gehetzt haben, bis die Tiere dann nicht mehr konnten. Und dann hat man sie eben mit dem Faustkeil die Halsschlagader durchgeschnitten und ausbluten lassen. Und diese gleichen Eigenschaften, die haben wir jetzt auch noch. Nur diese Bewegung, die wir damals den ganzen Tag gelebt haben, die ist jetzt verloren gegangen durch unsere Kultur des Sitzens. Ist eigentlich schon erschreckend, dass wir so entsetzlich bequem geworden sind irgendwie, ne? Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir kennen uns ja seit vielen Jahren, auch aus meiner ersten Praxis.
Und Sie haben wirklich eine Revolution damals eingeleitet, was das Sitzen angeht. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, bestimmt 20, 25 Jahre. Damals das erste Mal gesehen. Und da kam die Idee von wie man eigentlich gesund sitzt, was Sie dann entwickelt haben. Leider habe ich da nicht mitgemacht. Ich hätte gern mitgemacht heute im Nachhinein. Aber damals konnte man sich das noch gar nicht vorstellen. Damals war man ja so fixiert auf dieses klassische Sitzmittel, dass man dachte, der bequeme, den Menschen faul machende Chefsessel ist eigentlich das Sitzmöbel der Zeit. Und heute ist eigentlich das, was Sie dabei entwickelt haben, ist heute eigentlich Standard, wenn man ehrlich ist. Und hat ja auch in vielen Varianten, wurde es von anderen imitiert, muss man sagen, imitiert. Aber das war wirklich eine Revolution, überhaupt auf die Idee zu kommen. Damals gab es entweder sowas oder noch viel, viel bequemer oder den Ball, auf dem man nicht den ganzen Tag verbringen konnte. Sie haben auch so schön geschrieben, dass jede Bierbank eigentlich besser ist als jeder schlechte Stuhl, auf dem man vielleicht dann sich mehr kaputt macht, als was Gutes tut. Ist das nach wie vor so zu unterschreiben? Also die einfache Bierbank ist immer noch besser als so manche Sitzmöbel? Ja, der bequeme Sitz, von dem Sie gesprochen haben, der ist eigentlich genau kontraproduktiv. Ja. Weil er erstens Bewegung verhindert und dann zweitens, je bequemer man drin sitzt, desto länger verweilt man dann in dieser bequemen Position und desto schwerer fällt es einem dann aufzustehen. Deswegen auf der Bierbank, da tut Ihnen der Hintern so schnell weh, dass Sie immer rumwackeln und Ihr Körper in Bewegung ist. Und Sie gehen mal vor, mal zurück. Ihre Sitzbeinhöcker tun weh auf der harten Bank. Und das ist wesentlich gesünder, als in einem bequemen Stuhl oder in einer bequemen Couch zu lümmeln. Also das automatische sich bewegen müssen, wenn man ein Unbehagen spürt, ist dann schon ein ganz hilfreicher Nebeneffekt dieser Bank. Dann. Also der Diskomfort, den Sie spüren, der tut Ihnen ja gut. Der ist ja der Anlass, dass Sie sich bewegen. Und das ist ein Zeichen des Körpers. Sie sollen sich bewegen. Dem sollen Sie auch nachgehen. Mhm. Das ist ein therapeutisches Mittel. In einer Zeit, in der man ja eigentlich wenig Möglichkeiten hat, dem auszuweichen, dem Sitzen. Das muss man einfach so sehen. Die Arbeitsplätze sind heute durch Computer geprägt und die erlauben ja nicht, dass man mit dem Gerät immer hin und her läuft. Also muss man sich diese Hilfen schaffen und das ist ein echtes therapeutisches Mittel, das zur Gesunderhaltung des Rückens, ganz abgesehen nicht nur des Rückens, sondern es geht ja auch um die anderen Gelenke, um die ganze Muskulatur, eigentlich eine Dauertherapie ist, wenn man darauf sitzt und muss ich sagen, wirklich Chapeau. Hätte ich mir damals nicht vorstellen können, dass das so eine Revolution auslöst. Aus Ihrer orthopädischen Sicht, wenn man nochmal auf die Krankheitsfälle, die durch das dauernde Sitzen hervorgerufen werden, mal zu sprechen kommt, was sind da so die schlimmsten Geschichten, die dem Körper zugemutet werden können, die dann auch Schäden verursachen? Ja klar. Sie müssen sich vorstellen, 10 Stunden sitzen bedeutet 10 Stunden keine Versorgung der Bandscheibe mit Nährstoffen. Weil ja die Bandscheibe nur über Aufsaugen und Auspressen ernährt wird. Das heißt Herzstillstand, wenn man das mit anderen Organen vergleicht. Und natürlich, der Apparat, Wirbelsäule, braucht ja auch eine gut trainierte oder eine gut funktionierende Muskulatur. Und in so einem bequemen, sich nicht bewegenden Sitzmöbel verschwindet die natürlich. Also das ganze System wird unterbrochen, wird geschwächt mit all den anderen Folgen. Es ist ja nicht nur die Lendenwirbelsäule, es geht dann weiter bei den Hüften, es geht bei der Körperhaltung, Nacken, Kiefergelenke. Also der am Computer sitzt, hat keine Nackenbeschwerden, er sagt, ich bin verspannt, ich habe Kopfschmerzen. Das kommt alles von einem schlechten Sitzen. Mhm. Aber ich denke mal, es ist ziemlich schwierig, wahrscheinlich den Leuten auch zu erklären, dass ein Paradigmenwechsel auch stattfinden muss beim Sitzen. Also so einfach stelle ich mir das nicht vor, der Menschheit das nahezubringen. Ja, das ist richtig. Sitzen ist zu so einer Selbstverständlichkeit geworden. Wenn Sie irgendwo hinkommen, heißt, wollen Sie nicht Platz nehmen. Ja. Und das ist aber schon mal verkehrt, weil Sitzen einfach keine artgerechte Haltung des Menschen ist, sondern wir brauchen andere Bewegungsmuster, um gesund zu bleiben, damit unser Metabolismus gut funktioniert, die Organe gut versorgt werden, die Atmung und so weiter. Das Gehirn
Auch ja. Alleine schon zum Denken. Ja. Ich meine, es gab ja im Altertum gab es ja den Philosophenweg. Also die Philosophen haben sich nicht hingesetzt, um zu debattieren, sondern sie sind auf dem Philosophenweg geschritten und haben dadurch eine verbesserte Durchblutung des Gehirns bekommen. Und Sitzen ist eigentlich für eine konzentrierte, angestrengte Tätigkeit nicht optimal. Und zum Beispiel, ich habe so einen Automatismus, wenn ich also jetzt wirklich ein wichtiges Telefongespräch führe, dann stehe ich auf und laufe im Kreis in meinem Büro rum, weil das behilflich ist. Da fragen mich immer alle, warum nicht? Da sage ich, ich konzentriere mich. Und das, was in der Schule passiert, dass die Lehrer den Kindern sagen, sitz still und konzentriere dich, ist eigentlich völliger Irrsinn. Zum Thema Sitzen wollen wir uns jetzt mal einen kleinen Beitrag anschauen, denn Josef Glöckl hat uns im Vorfeld dieser Sendung mal gezeigt, was so alles im Körper passiert, wenn man auf einem nicht guten Sitzmöbel Platz nimmt. Das schauen wir uns jetzt mal an, machen dann eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da. Konventionelle Sitze verleiten dazu, in einer Position lange zu verharren, weil sich der Stuhl nicht bewegt und sich der Körper der Form Ihres Stuhls anpasst. Wenn Sie jetzt noch den Abstand zwischen Sitzen und Arbeitsfläche überbrücken, dann krümmen Sie meist den Rücken und bleiben stundenlang in dieser Position verharren. Kein Wunder, dass Sie dadurch Rückenschmerzen bekommen. Was sonst noch sehr nachteilig ist bei starren Sitzen, ist, dass der Winkel an den Knien und an den Hüften die Blutzirkulation einschränkt. Und Sie haben wenig Bewegungsfreiheit. Wenn Sie aber jetzt an so einen Stuhl gebunden sind, weil Sie damit arbeiten müssen, dann möchte ich Ihnen empfehlen, möglichst viel Bewegungen zwischendurch anzunehmen, sich nicht zu viel anzulehnen, weil je mehr Sie die Rückenlehne benutzen, desto mehr degeneriert Ihre Muskulatur, und zwar die Bauch- und Rückenmuskulatur. Und 80% der Rückenbeschwerden kommen von einer zu schwachen Muskulatur, die dann durch die Überbelastung verkrampft. Wenn Sie das vermeiden wollen, dann bewegen Sie sich so viel wie möglich, auch auf einem konventionellen Sitz. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Zeit für Gesundheit. Unser Thema heute, das Sitzen, das wir alle tagtäglich tun. Und wie ich zu Beginn der Sendung schon mal gesagt habe, eigentlich jede Fernsehsendung, die findet im Sitzen statt, unsere auch. Witzigerweise heute zu diesem Thema, wir könnten jetzt natürlich auch deklamierend hier durch den Park laufen, aber das wäre für die Kameraleute etwas schwierig, glaube ich. Sie haben das vorhin so schön angesprochen, Herr Doktor, der Philosophenweg, da war man auch ständig in Bewegung, ist meandernd umhergegangen miteinander. Ja, unser Körper ist in seiner Gesamtheit auf Bewegung ausgelegt. Entweder bewegen oder wirklich erholsam schlafen. Es gibt ja in vielen Kulturen gibt es ja so etwas wie einen Stuhl gar nicht. Und also das hat sich bei uns kulturell entwickelt und ich würde mal sagen, es ist ein großer Risikofaktor. Wir haben ja darüber gesprochen, die zweithäufigste Grund für Krankschreibungen und aus der orthopädischen Praxis gesehen, sicher einer der Hauptgründe, warum Menschen überhaupt Rücken- oder Schmerzen am Bewegungsapparat bekommen. Jetzt habe ich einen schönen Satz bei Ihnen gefunden, Herr Glöckl. Bewegungsmangel macht krank, aber welche Art von Bewegung ist überhaupt gesund? Kann man da auch Fehler machen, wenn man sich jetzt gegenüber dem nur Sitzen viel zu viel falsch auch bewegt einfach? Ja, im Büro kann ich mir nicht gut vorstellen, dass Sie da Fehler machen können, weil gegenüber diesem Bewegungsmangel, den Sie bei den üblichen Büros mit dem Sitzarbeitsplatz haben, ist jede Bewegung gut. Da kann man nicht so viel falsch machen. Und Bewegung muss sich jeder aussuchen, was zu seinem Körper, was ihm Spaß macht. Wichtig ist auch, dass man Spaß dabei hat bei der Bewegung, weil dann macht man es gerne. Und viele sind ja nach dem Büro so kaputt, weil sie sich kaputt gesessen haben den ganzen Tag, dass sie keine Energie mehr haben, am Abend laufen zu gehen oder Tennis zu spielen oder egal was zu machen. Und das, finde ich, ist schade, weil wir sollten eigentlich im Büro am Abend, wenn wir um 5 rausgehen, noch genauso fit sein wie in der Früh und dann Lust haben, jetzt noch mal eine Runde zum Joggen. Also das wäre so meine Vision, wie das Büro der Zukunft sein sollte.
Also es ist auch quasi, es gibt auch die Möglichkeit, dass man sich einfach kaputt sitzt, wo man eigentlich kaum was macht. Ja. Weil wir vorher auch von der Wirbelsäule gesprochen haben, von Anatomie. Es gibt ja Druckuntersuchungen, die wurden in den 70er Jahren gemacht, begann man damit. Und hat man einfach mal gemessen, welcher Druck besteht auf den Bandscheiben, in welcher Belastung. Natürlich ist das Liegen auf der Seite das für die Bandscheiben am entspannendsten. Aber es ist nicht etwa das Heben, das die Bandscheiben unheimlich viel Druck verursacht, sondern typischerweise das Sitzen. Also ungesundes Sitzen macht viel Druck auf die Bandscheiben, auch wenn man denkt, dass man dabei die Wirbelsäule entlastet. Das tut man nicht. Also ein Trugschluss, dass man sagt, bleib ruhig sitzen, dann kann nichts passieren eigentlich auf Dauer. Genau, genau. Wie gesagt, aktives Sitzen auf einem mehr oder weniger bequemen Sitzmöbel, das einen dazu zwingt, die Balance zu halten und eigentlich immer kleine Bewegungen zu machen, damit man nicht runterfällt. Das ist eigentlich das, was die Wirbelsäule am Anfang, was sie mag, was vielleicht am Anfang ein bisschen mühsam ist, man muss sich daran gewöhnen, aber wenn man es macht, sind die Leute übrigens deutlich fitter. Ich empfehle das auch immer, ich sage immer, wenn Sie einen Arbeitsplatz haben, an dem Sie viel sitzen müssen, besorgen Sie sich etwas, wo Sie aktiv sitzen müssen, ein Sitzmöbel. Und die Leute kommen und sagen, ich fühle mich am Abend deutlich fitter. Denn es ist ja auch mit der Aktivität verbunden. Und ansonsten muss man sich ja kleine Hilfestellungen holen. Mal selbst den Kaffee holen, selbst fotokopieren gehen. Ja, Treppen steigen ist was Goldenes. Das muss man ja immer gelegentlich. Also man muss sich in den Phasen, in denen man nicht zum Sitzen gezwungen ist, muss man sich etwas machen, was einen zum Bewegen zwingt und dann nicht wieder in die Kantine setzen und wieder sitzen oder ins Auto. Herr Glöckl, jetzt befassen Sie sich ja auch mit quasi dem Büro der Zukunft, mit neuen Arten des Zusammenarbeitens, Miteinanderarbeitens. Wie schwierig ist es denn insgesamt den Leuten klarzumachen, dass da auch ein Umdenken erforderlich ist? Also ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt jeder hat so im Kopf, mein Schreibtisch, mein Arbeitsplatz, da gehöre ich jetzt hin und dieser Wechsel mal von der einen Position in die andere. Ist das generell schwierig, da auf fruchtbaren Boden zu stoßen bei der Menschheit? Es ist so, dass hier ein großer Wandel stattgefunden hat. Man muss auch sagen, die Jungen, die noch keine Schmerzen haben, die sehen das noch gar nicht richtig ein, warum sie sich bewegen sollen. Aber dann die Älteren, die schon viel gesessen haben und dann hier zwickt's und da zwickt's, die denken dann schon eher drüber nach, ob sie nicht irgendwas verändern sollten und dadurch einfach die Situation im Büro verbessern. Und jede Gewohnheit zu ändern ist natürlich schwierig. Da sträubt sich der Mensch immer dagegen. Also ich habe mal so ein schönes Zitat gehört, woran merkt man, dass was Neues auf Sie zukommt, dass Sie dagegen sind. Das ist die erste Reaktion. Ja, aber ich sehe das ja, also meine ältere Tochter, die arbeitet ja bei Facebook und da wird schon viel investiert. Mhm. Und die investieren viel in die Arbeitsplätze, weil den Amerikaner, die sind ja da wirklich Vorreiter. Die haben das ja im Silicon Valley ja schon ganz stark gemacht. Also, dass man die Möglichkeit hat, während der Arbeit mal kurz irgendwelche Aktivitäten zu machen. Und wenn man kickert oder wenn man ein bisschen Billard spielt, das ist ja, das gehört dort alles dazu. Aber was wirklich auffällig ist, dass in die Arbeitsplätze investiert wird, weil da sicher die Kalkulation dahinter steckt, dass wenn ich im Vorfeld den Arbeitsplatz, gerade das Sitzen, richtig gestalte, spare ich mir das hinterher an Krankheitszeiten, an Ausfallzeiten und einer Minderung der Leistungsfähigkeit. Man darf nicht vergessen, einer, der mit Nackenschmerzen dauernd da sitzt, der kann sich nicht konzentrieren. Der kann auch nicht 2-3 Stunden konzentriert auf den Bildschirm schauen. Also da denke ich, wird sich viel tun. Viele Patienten kommen zu mir und fragen mich schon, was soll ich denn tun? Ich sitze den ganzen Tag, was kann ich mir denn Gutes tun? Und fordern es dann auch ein. Und das kann man ja auch ohne weiteres machen. Im Endeffekt ist es eine Win-Win-Situation. Ja. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie man richtig sitzt oder was beim richtigen Sitzen im Körper passiert, nachdem wir das Negative jetzt schon im ersten Teil der Sendung gesehen haben. Denn Josef Glöckl hat uns gezeigt, was für positive Dinge im Körper stattfinden, wenn man richtig sitzt während seiner Büroarbeit zum Beispiel. Das Wichtigste beim Sitzen ist, dass man in Bewegung bleibt. Die Natur hat uns ja zu Bewegungstieren gemacht. Früher waren wir Jäger und Sammler. Und diejenigen, die sich nicht gut genug bewegt haben, die sind leider verhungert. Deswegen durch die natürliche Situation sind wir zu Ausdauerjägern geworden, die in der freien Natur sich gut bewegt und gejagt haben.
Die Gene haben wir jetzt noch und die haben wir auch beim Sitzen. Deswegen sollte man in Bewegung sitzen. Das heißt, möglichst viel den Körper einsetzen, die Muskulatur benutzen. Immer die nächste Position ist die beste, weil dadurch der Kreislauf in Schwung bleibt, die Mikrozirkulation, die ganzen Organe sind gut versorgt, sie atmen tiefer. Je höher die Sauerstoffsättigung in ihrem Blut ist, desto besser sind ihre kognitiven Leistungen. Also immer Position wechseln beim Sitzen. Jetzt gibt es Berufe, da kann man nicht unbedingt ständig in Bewegung bleiben. Da braucht man auch mal eine Rückenlehne. Wenn man zum Beispiel ein Dokument liest und sich vertieft, dann möchte man dabei nicht immer eine neue Position einnehmen, sondern dann ist es ganz gut, sich mal anzulehnen und die Rückenlehne zu benutzen. Oder manche natürlich auch beim Telefonieren, obwohl es beim Telefonieren besser ist, wenn sie aufstehen. Das tut ihrem Körper viel besser. Aber wenn man schon sitzt, dann mit einer Rückenlehne, die sich dem Rücken anpasst, weil sie Lamellen besitzt und dadurch die Form des individuellen Rückens nachahmt. Also wenn schon anlehnen, dann auch dynamisch anlehnen. Als Abwechslung zum Sitzen werden immer mehr Steharbeitsplätze in den Büros eingeführt. Und das ist gut so. Das ist gut für die Mitarbeiter, weil sie eine andere Position einnehmen können. Wenn man jetzt aber lange steht, kriegt man leicht dicke Beine und wird müde. Deswegen ist zum Abwechseln vom reinen Stehen auch ein Stehsitz eine gute Alternative. Beim Stehsitzen haben Sie einen offenen Winkel bei den Knien und in der Hüfte. Die Zirkulation des Blutes kann gut vonstatten gehen. Das Blut aus den Wadenmuskeln wird über die Wadenpumpe zurückgepumpt. Ihr Metabolismus ist gut in Schwung. Sie atmen besser, wenn Sie stehen oder stehsitzen. Und Sie haben einen großen Greifraum. Früher hat man viel mehr im Stehen gearbeitet. Die Mönche haben im Stehen gearbeitet. Selbst in den Kirchenschiffen waren die Menschen nur gestanden. Es gab keine Kirchenbänke. Und jetzt wird Stehen wieder modern als Alternative zum Sitzen. Und das ist eine sehr positive Entwicklung. Jetzt haben wir gesehen, liebe Zuschauer, was im Körper Positives passiert, wenn man richtig sitzt. Mal an Josef Glöckl die Frage. Wir haben im Vorgespräch der Sendung schon mal darüber gesprochen. Richtiges und falsches Sitzen gibt es eigentlich gar nicht, wenn man jetzt das wirklich so auf einen Nenner bringen möchte. Ist das so? Ja, ich denke, wenn man sagt, es gibt eine Position, in der man richtig sitzt, dann ist es nicht richtig. Wir sagen immer, die nächste Position ist die richtige. Nicht die richtige, sondern man sollte eben ständig wechseln. Jetzt ist es so, dass die Büromöbeln das nicht unbedingt erleichtern, ständig die Position zu wechseln. Deswegen muss man selbst was tun. Man muss selbst die Initiative ergreifen und unter den gegebenen Bedingungen einfach so viel Bewegung integrieren wie möglich. Das sollten Sie zu Ihrer eigenen Gesundheit und zu Ihrem Wohlbefinden, sollte das jeder machen. Dr. Marjanovic, Sie haben vorhin gesagt, Sie waren zu Beginn skeptisch bei den Erfindungen von schon, Josef Glöckl. Das ist schon 25 ja. Jahre her, 24 Jahre. Ja. Da habe ich gerade mich niedergelassen, weil ich glaube ich gerade 2 Jahre in der Praxis, damals noch in Berg am Laim. Und ja klar, das ist ja, wir waren ja auch damals ja auch der Meinung, dass ein anatomisch geformter Sitz eigentlich das Ideal ist. Was er ja nicht ist, weil er macht ja faul. Ja. Er hemmt einander Bewegung und genau das ist falsch. Also wenn es etwas gibt wie falsches Sitzen oder bei falschem Sitzen, dann ist es genau dieses sich einfach hineingepflegelte, faule, vermeintlich bequeme Sitzen. Denn das ist eigentlich für die Muskulatur und für die Ernährung der Wirbelsäule eine Katastrophe. Hat in Ihrem Büro dann auch eine Art Paradigmenwechsel stattgefunden, also in Sachen Sitzmöbel und Arbeitsweisen? Ja, bei uns sitzt keiner, also das ist, bei uns ist ganz einfach. Ich bin so viel unterwegs, ich würde mal sagen, ich habe einen außerordentlich gesunden Beruf, was meine Wirbelsäule angeht. Ich habe kurze Sitzphasen, wenn ich mit dem Patienten mich unterhalte, aber auch dann wird wieder aufgestanden, wird untersucht, dann wird in einen anderen Raum gegangen, Treppe. Wir haben bei uns jetzt 5 Stockwerke, das heißt, ich glaube, ich laufe am Tag 50, 60 Stockwerke rauf und runter. Ehrenes Gesetz. Bei uns wird nicht gefahren, sondern wir sind gegangen. Also ich bin da wenig betroffen. Aber das sind ja Berufe, die immer weniger vorhanden sind. Das Sitzen wird
die Arbeitswelt auf Dauer bestimmen. Mhm. Josef Glöckl, wenn man so ins Büro mal schaut jetzt, wie sieht so Ihr idealer Tagesablauf in einem Büro aus, wo Sie sagen, also da ist wirklich alles so, wie Sie sich das vorstellen, auch für den Körper und für die Gelenke, für die Muskulatur, für die Aktivierung des Organismus? Also wir wissen ja inzwischen, dass Sitzen sehr viele Zivilisationskrankheiten triggert, das heißt hervorruft oder verstärkt. Und wenn wir jetzt überlegen, was heißt denn Zivilisationskrankheit? Das ist eine selbstgemachte Krankheit, die durch unsere Zivilisation erst entstanden ist. Und im Umkehrschluss können wir natürlich auch eine Zivilisationskrankheit vermeiden, indem wir uns anders verhalten. Und ich bin sicher, dass in den nächsten Jahren die Büroarbeit sich stark ändern wird, weil wir eben erkannt haben, dass das ewige Sitzen nachteilig ist. Es ist ein ganz großes Potenzial, was brach liegt bei den Mitarbeitern. Ein Mitarbeiter, der gut drauf ist, der gut motiviert ist, der leistungsfähig ist, der bringt dem Unternehmen ja auch viel mehr und sich selbst auch, weil er einfach glücklicher ist in seiner Position. Und das muss man, dieses Potenzial muss man aktivieren, das muss man heben. Und das kann man nur, indem man die Büroarbeit verändert. Wir sind eben gerade dabei, ein neues Konzept zu entwickeln, das heißt Active Office, wo man seine Büroarbeit in Bewegung verrichten kann. Also man sitzt nicht mehr und hat alles in Greifweite an seinem großen Schreibtisch, dass man den ganzen Tag nicht mehr aufstehen muss, sondern man bewegt sich während der Arbeit in seinem Bewegungsraum. Und dieses Konzept hat, denke ich, große Zukunft. Also spannende Entwicklungen, die auf uns zukommen. Auch so am direkten Arbeitsplatz ist auch gut ein Wechsel aus aktivem Sitzen, also nicht aus passivem, sondern aktivem Sitzen, so wie wir es gesehen haben. Und auch mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch zum Beispiel, der auch die Möglichkeit gibt, zu stehen. Und im Stehen ist es ja auch so, kein Mensch steht immer auf demselben Bein und hebt immer das andere an, sondern da ist ein ständiger Wechsel. Einmal stellt man sich mit beiden Beinen, dann hebt man wieder das eine an. Das heißt, auch da wird Bewegung erzeugt. Und das ist natürlich ideal. Wunderbar. Meine Herren, vielen Dank für diesen spannenden Einblick in dieses wirklich wichtige Thema. Ich würde sagen, auch für die Kinder, ganz, für die Kinder ganz wichtig. Ja. Also gerade für zu Hause, der Stuhl, an dem die Kinder lernen, es wird immer mehr Wissen, es ist immer mehr, was sie lernen müssen, es ist immer mehr Zeit, die es erfordert. Da sollten die Eltern investieren gut da in ihre Zukunft und in die Zukunft der Kinder. Also ich würde vorschlagen, Gesundheit. Nach dieser Sendung werfen wir die Stühle von dannen und machen eine Erlebniswanderung gemeinsam, dass wir uns auch bewegt haben. Wenn es sich so heiß wäre, super. Nochmal vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Liebe Zuschauer, das war gerne. Zeit für Gesundheit. Wenn Sie diese noch einmal sehen möchten oder weitere Sendungen, dann gehen Sie einfach ins Internet unter www.münchen.tv. Da finden Sie alle weiteren Informationen. Bis zum nächsten Mal bei Zeit für Gesundheit. Unser aller Wunsch wie immer an dieser Stelle, bleiben Sie gesund. Ciao.